Liebe Freunde, liebe Zuschauer, heute ist Tag 17 meiner Quarantäne. Die Haare werden länger und die Zahl der Polos, die man frisch aus dem Schrank zieht, auch. Heute Morgen habe ich einen wunderbaren Anruf bekommen. Ich wurde negativ getestet. Ich darf aus der Quarantäne raus. Ja, ich habe mich schon gefreut. Ich bin immerhin 70 plus. Ich gehöre einer Risikogruppe an. Ich war wahnsinnig geschockt, als ich vor ein paar Tagen hörte, dass in Straßburg in Frankreich schon Patienten ab 65 bei Engpässen Gefahr laufen, nicht mehr beatmet zu werden. Toi, 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 dass dies in unserem Lande nicht passiert. Mein Krankheitsverlauf, er war sicherlich ein Mutwacher. Er hat Mut gemacht, weil er deutlich machte, dass Krankheit passabel oder noch milder verlaufen kann, für die allermeisten. Ihr erinnert euch, zweimal war ich ja nahe dran, mich ins Krankenhaus einzuweisen. Einmal, als ich höheres Fieber hatte und einmal, als ich für einige Stunden kurzatmig war. Deswegen auf Körpersignale achten, nichts einbilden, keine Panik, gesunder Optimismus, aber in sich reinhören. Bisschen Wasser im Wein. Steven muss 14 Tage in die Quarantäne, denn nach meiner negativen Testung muss er jetzt 14 Tage in Quarantäne. So sind die Regelwerke. Aber uns bewegt natürlich, ob die soziale Isolation, ob die Einschränkung unserer Freiheit Schritt für Schritt aufgehoben wird. Doch dazu braucht die Politik verdammt gute Entscheidungsgrundlage. Ich habe heute Morgen im MDR aktuell ein Interview gegeben. Morgen früh könnt ihr das hören. Wir haben ja ein Robert-Koch-Institut, das eigentlich der oberste Hüter unserer Gesundheit sein sollte. Doch leider arbeitet dieses Institut mit veralteten Daten, mit behördenhafter Kommunikation und was noch schlimmer ist, sogar manchmal irreführend. Ich muss das leider so hart sagen. Am 22.01. hat der Chef des Instituts, Professor Wieler, gesagt, er geht kaum von einer Ansteckung von Menschen durch andere Menschen aus. Am 24.02. Nein, es wird keinen Orkan über Deutschland geben. Die Infektion wird sich schrittweise von Region zu Region entwickeln. Wieder einen Monat später, 23.03., wir erleben eine Abflachung der Wachstumskurve der Infizierten. Alles drei Aussagen, die sich als nicht richtig gezeigt haben. Und natürlich brauchen wir Wächter der unserer Gesundheit, die auf solider Datenbasis argumentieren. Und was natürlich auch nicht gut ist, die Ärzte füllen für die Gesundheitsämter Formulare aus über Infizierte, die schicken es dann an die Landesgesundheitsämter und die schicken es dann ans Robert-Koch-Institut, oft mit Fax. Liebe Leute, das müssen wir fixen, damit die politischen Entscheider zu Ostern herum eine gute Entscheidungsgrundlage haben. Deutschland kann doch nicht das Schwellenland der Digitalisierung bleiben. Liebe Freunde, Digitalisierung der Prozesse kann Gesundheit retten. Wie immer, gemeinsam stehen wir das durch. Einen guten Abend.